Ja, hallo Taschenlampenfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns ein richtig interessantes Taschenlämpchen an, nämlich eine MacArmy SGN7 mit Alarmfunktion. Also Modell SGN7 hat eine Cree XPG2S4 LED. Das Gehäuse ist Aluminium und einen integrierten Lithium-Polymer-Akku mit 650 mAh. Wir haben 2-Lumen-Modus, 20 Lumen, 120 oder ein Turbo von 550 und dieses Modell hat zusätzlich noch einen Alarm mit einer integrierten Sirene mit 120 Dezibel und einen Strobe-Modus mit 410 Lumen. Als Trageoption haben wir hier entweder den Clip, kann man sich das irgendwo in die Hosentasche machen, oder man kann hier Schlüsselring dran machen und das Lanyard dran machen. Das habe ich jetzt leider auf dem Schreibtisch liegen. Ja, ist noch so ein typisches Lanyard mit dabei, ne? Der Produktpreis beträgt 69 Euro und die Bezugsquelle war auch hier für MacArmy Tools for Chance. So, nochmal kurz zum Durchlesen und Stopp machen. Okay. So, kommt im einfachen Karton. Ja, Zubehör habe ich gesagt, Lanyard liegt da irgendwo rum. Ein USB-Kabel haben wir. Noch zwei solche farblich abgestimmten Gummis, einmal schwarz, einmal so ein Orange. Rot kann man da hier drüber ziehen, verhindert zum Beispiel, dass es leicht aus der Tasche rutschen kann. Oder ja, sonst kann ich mir da keinen großen Sinn damit vorstellen. Paperwork ist noch ein bisschen mit dabei, mit allen technischen Daten. Das finde ich immer ganz schön. Hier können wir vielleicht auch noch mal kurz durchzoomen. Wer es genau lesen will, hält hier einfach kurz an. Aber kurz zum Lämpchen an sich. Von den Abmessungen ist das noch ja, hosentaschentauglich. Wir haben hier 7,5 auf 1,5 auf fast 3,5 und am unten dran gleich schönen Clip, um sie in die Hosentasche zu klippen. Integrierter Akku, ist klar, wird dann geladen über Micro-USB. Und was wirklich krass ist, das Ding hat auch noch eine Powerbank-Funktion mit einem richtig großen USB-Ausgang. Aber ich sage jetzt mal, bei einem 650 mAh Akku, ja okay, da kannst du vielleicht im Notfall dein Smartphone laden, um noch einen Notruf abzusetzen. Ja, okay, wenn es hart auf hart kommt und die Zombies angreifen, kann man damit mal ganz kurz noch geschwind so viel Strom auf ein Handy bringen, um einen Notanruf zu tätigen, sofern man dann das entsprechende Ladekabel auch dabei hat. Ne? Gut, so klein wie das mitgelieferte ist, das kann man dann schon irgendwo noch mit einstecken. Ne? Ja, es hat eine Powerbank-Funktion bei der geringen Kapazität. Erschließt sich mir ein bisschen der Sinn, aber ja, wie gesagt, wenn man vielleicht nichts anderes dabei hat und das Handy ist leer und man ist gerade am Arsch der Welt und braucht unbedingt ein Telefonat, dann kann man das ja mal probieren, ein bisschen zu übertragen. Aber sonst natürlich geschickt, Akku hier drin aufladbar über Micro-USB ist eine feine Geschichte. Da ist auch noch so eine LED verbaut hier drunter, die blinken dann, bis es eben vollgeladen ist. Aber jetzt zum Eigentlichen dieser Lampe. Wir haben hier vorne drin schöne, eine Cree. Einmal klicken, geht an. Und draufbleiben, zappt es eben durch die vier Stufen und die hat ganz schön Licht. Ganz schön Licht macht die Lampe. Ne? Aber selbst hier, manchmal braucht man wirklich nur ganz wenig Licht, darum finde ich das schön. Es hat nicht mal ganz 2 Lumen, ist sogar weniger. Ich habe es aufgerundet, 2 Lumen. Das nächste ne, mit 20 Lumen, 120 bzw. 550. Ne? Und wieder ausschalten. Der zweite Knopf funktioniert instant, das heißt, wenn man drauf drückt und drauf bleibt, so circa 2 Sekunden, dann geht ein 120 Dezibel Sirene los und Blitzlicht. So, und jetzt aufpassen, Leute, alle, die jetzt mit Kopfhörern gerade am Arbeiten sind oder vielleicht die Audiospur hier über die HiFi-Anlage hören oder sonst sowas, dreht die Lautstärke ein bisschen runter oder setzt die Kopfhörer ab oder macht Lautstärke runter auf 5%. Ich will hier keiner nachher mit Tinnitus haben, wenn ich das Ding anschalte. Darum auch hier die Warnung, ne? Also Leute, aufpassen, jetzt wird es kurz laut und schrill, wer gerade mit Kopfhörer arbeitet oder sowas oder In-Ears, ne, aufpassen. Ne?
Man drückt einfach drauf. Ne? Das kann man ja so in der Hosentasche zum Beispiel bei sich haben, wenn es irgendwie eine Stresssituation gibt. Ne? Auf sich aufmerksam machen ist immer besser wie nicht. Ne? Bisschen Blitzlicht und ein bisschen laut kann vielleicht nichts schaden. Sagen wir heutzutage in der belebten Fußgängerzone tut das da doch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Ne? Also wir drücken mal hier drauf. Alter, das ist echt laut. Das ist echt laut. Ich muss das gerade nochmal abschalten, weil das hat hier jetzt gerade total über den Tisch und die Wand reflektiert. Ich habe jetzt in beiden Ohren schon das Klingeln. Das ist wirklich laut. Ich habe es vorher nur so im Raum probiert, da hat sich es nicht ganz so schlimm angehört. Jetzt aber hier über den Tisch, über die Reflektion, echt extrem. Also so nach 2 Sekunden geht's los. Hier drunter unter dem Clips sieht man vielleicht hier. Moment, brauche eine andere Lampe. Eine Lampe, eine Taschenlampe, um die Taschenlampe zu beleuchten. Hier drunter ist das Loch. Ne? Das tue ich jetzt mal ein bisschen zuhalten, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also brutal, ne? Nur einmal klicken, hört es wieder auf. Also das ist wirklich hammermäßig laut. Das tut richtig in den Ohren weh. Also ich sag mal so. Tut vielleicht nicht gerade einen Angreifer abschrecken, aber immerhin so viel Aufmerksamkeit erregen, ne, dass vielleicht jemand das mitbekommt und Hilfe ruft, Polizei verständigt, wie auch immer. Ne. Irre. Extrem laut. Das finde ich jetzt mal eine richtig coole Kombination. Ne. Nicht nur Strobe, sondern auch wirklich noch eine super laute Sirene on board. Sieht hier, ist schön verschraubt, die Bodenplatte, die Elektronik da drin. Ne. Eigentlich alles schön aufgeräumt. Glaslinse, glatter Reflektor, cooles Teil. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch kurz mal ein bisschen Licht aus und schauen uns das hier noch gerade klein bisschen im Dunkeln an. Hier mal im schwachen Modus auf, sage ich mal, ja, was sind das hier? 3 Meter Entfernung, 2 Lumen, ne? Könnt ihr hier, ne, die Ecke in der Decke erkennen, ne? 20 Lumen, das ist schon okay. Lumen, interessant. Die Lampe macht Geräusche dann dabei bei der Frequenz, ne? Und die 500 Lumen, da ist dann wieder still. Nur bei 20 und 120 Lumen haben wir ein Piepen zu hören, ne? Ja, und das ist ganz ordentlich. Licht mit diesem kleinen Teilchen. Mal durchzeppen. Ja, bei 20 und 120 Lumen. Bei 120 haben wir ein deutliches Summen zu hören, beim Turbo-Modus nicht mehr. So, wir machen es nochmal aus und wir machen nochmal Sirene. Aufpassen, Kopfhörer, Leute. Das ist echt verdammt laut. Und ich bin eh so geräuschempfindlich. Das tut wirklich in den Ohren weh. Okay, ich glaube, das reicht. Das ist mal echt ein interessantes Taschenlämpchen. Okay, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Und allzeit gut Licht. Bye bye, macht's gut. Ciao, euer Hillbilly.